glaube, was das Wichtigste fast ist heute in unserer Gesellschaft, ist zu verstehen, dass gut gemeint nicht ausreicht. Der USP des Airport City Space ist sicher die Besonderheit dieses Coworking Spaces, auch wie er eingerichtet ist, wie ich ersetze. Es geht natürlich um Digitalisierung, es geht um Klimaschutz, es geht um unsere Umwelt. Themen, die wichtig sind und die uns in der Zukunft entsprechend begleiten werden. Einerseits ein Flughafen ist ein ganz wichtiger Teil einer Infrastruktur eines Wirtschaftsstandortes. Und Infrastrukturen haben natürlich auch den Geboten der Nachhaltigkeit zu genügen. I was telling my team earlier that I like the building so much that I'm going to talk to our CEO to move the plug-and-play headquarters to Vienna, because this building is much nicer than our headquarters in Silicon Valley. We would love to have you here. Also ein sehr wesentlicher Punkt natürlich auch, wenn wir die Transformation hinkriegen wollen, hinsichtlich Nachhaltigkeit, spielen natürlich neue Technologien. Neue Technologien, die entstehen ja nicht von heute auf morgen, es braucht also Gedankengänge, die entstehen natürlich im Austausch mit Kolleginnen und Kollegen, indem man sich kritisch befruchtend austauscht. Und ich glaube, deswegen haben wir hier auch einen idealen Platz, um diesen sozusagen Ideen sozusagen walten lassen zu können. Ja, wir sind überzeugt davon, dass die Herausforderungen, die sich uns, aber auch der Gesellschaft insgesamt stellen, in erster Linie durch Technologie und Innovation gelöst werden können. Das sehen wir hier am Flughafen, zum Beispiel im Bereich Energieeffizienz, wo wir 40% des Energieverbrauchs eingespart haben. Ich glaube, heute wurde es angedeutet, wie wir ein nachhaltiges Wachstum in unserer Gesellschaft umsetzen können. Wir müssen nicht nur Ziele definieren, wir müssen es auch umsetzen. Wir müssen es einfach tun, wir müssen anfangen. Also nachhaltiges Wachstum in unserer Gesellschaft und unserer Wirtschaft können wir nur dann erzielen, wenn wir die notwendigen finanziellen Mittel haben. Es kostet natürlich was, das heißt, hier ist sicherlich auch sehr viel private Finanzierungsgeber, sowohl auf der Fremdkapital- als auch auf der Eigenkapitalseite notwendig. Der Airport City Place ist natürlich ein ganz, ganz wichtiges Asset für den Flughafen, um auch als Platz der Begegnung für nationales und für internationales Publikums, auch für viele Startups dienen zu können. Wir haben das unglaubliche Privileg, dass wir durch unser Joint Venture und unsere Zusammenarbeit mit Plug and Play wie mit einem Fernrohr 5 Jahre in die Zukunft schauen können. Das heißt, wir können jetzt sehen, durch die Innovationsideen, die die Start-ups beginnen umzusetzen, was wird in 3, in 4, in 5 Jahren das Reisegeschehen dominieren. It really goes to the partnership that I think Plug and Play and Vienna International Airport have built over the past 3 years. It's a partnership that started on a very strong footing almost 3 years ago, and obviously the pandemic slowed our plans down in order to build out the ecosystem and bring other corporate partners on board, both for the travel program and smart city program. But what was amazing to me is that Vienna International Airport not only slowed down their digital transformation initiatives, they actually sped it up. Meaning the collaboration they have with startups, the amount of projects you're implementing, the numbers actually grew during the pandemic, even though budgets and resources were diminished. Der Austausch in der Community ist extrem wichtig, weil Spezialisten auf der einen Seite, sprich IT-Spezialisten, mit Spezialisten, Fachspezialisten auf der anderen Seite kommunizieren sollen. Und ganz wichtig ist dann auch noch der Input von unbedarften, nicht betroffenen Personen, weil die haben einen ganz anderen Zugang zu manchen Themen als die betroffenen Kollegen. Hier kommen Flug, Bahn, Straße, Schiff zusammen. Und diese multimodale Sichtweise unterstützt natürlich auch die Synergien zwischen den Partnern, die sich hier ansiedeln. Und daher erleben wir im Moment geradezu einen Boom an Firmen und Institutionen, die sich am und um den Flughafen ansiedeln. If you're betting on us not traveling again, I will 100% say with 100% confidence you're wrong.
It's part of our DNA. It's part of our existence. Das Umsetzen ist das Entscheidende und das Tun. Und dafür sind wir hier am Flughafen, glaube ich, wirklich ein gutes Beispiel, weil wir haben vielleicht noch nicht genug darüber geredet, aber wir haben viel getan.